Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Projekt Kühlis. Ihr konntet mir eure Kühlschrankbilder einsenden, also von euren Kühlschrank inhalten. Und ich habe sie im ersten Teil schon bewertet. Und heute ist der zweite Teil und wir machen damit weiter. Es wurde mir beim letzten Mal ein bisschen Willkür vorgeworfen. Und ja, so ist es. So ist es. Hier gibt es Willkür. Ich versuche es ein bisschen einheitlicher zu machen. Ich glaube, ich habe beim letzten Mal für einmal Minuspunkte für Ketchupflaschen flaschen gegeben und dann Pluspunkte für Ketchup-Flaschen. Ich gucke mir die Liste im Nachhinein nochmal an. Aber es tut ja eh nichts zur Sache, weil das hier nur Spaß ist. Und wir, ähm, ja, und das gar nicht von, von dem Gewinn dann später abhängig ist, wie gut jemand eingerankt ist. Und wir machen weiter mit Knallfrosch. So, von Knallfrosch habe ich ein Bild bekommen und das sieht folgendermaßen aus. So, das ist Knallfroschs Bild. Ja. Pluspunkte für Oliven? Natürlich gab es auch Pluspunkte für Oliven. Ich muss, äh, ja, ich muss ein bisschen mittippen, das heißt, es dauert dann ein bisschen länger, es tut mir leid. Äh, Knallfrosch. Okay. Ähm, Ordnung, Flexibilität. Ich weiß nicht, wie ich es vernünftig machen soll, dass es schnell geht. Ähm, Bonus, Bonus, mh. Ordnung, Flexibilität. Ach so. Und wir haben die äh, die Punkte Ordnung, Flexibilität, Auswahl und ähm, die Kategorie Bonus. Und in den Bonus, in der Bonussektion kann ich einfach Bonuspunkte und Minuspunkte vergeben. Und das machen wir jetzt. Okay. Alles klar. Also, wir haben da oben ein Corona-Bierchen in der Dose. Das, das hätte ich vorher nicht gekannt, aber seitdem Corona war, ist, stattfindet, ähm, war dieses Bier äußerst oft in aller Munde. <laughs> Wahrscheinlich auch häufiger als vorher. Ähm, genau, und deswegen habe ich, hab ich, hab ich diese... Diese, diesen Schriftzug so ein bisschen im Kopf, weil ich das auch, weil ich dann auch so ähm, äh, äh, scheu nicht scheuklappenmäßig, sondern wenn man plötzlich was wahrnimmt, was man vorher nicht wahrgenommen hat, dann so war das und das habe ich dann vorher wahrgenommen. Okay, wir haben hier Puddings, so Vanillepuddings mit Sahne, Getränke, eine Schale, doch eine Schale. Was ist das? Was ist das? Das sieht aus wie ähm, in der Mitte. Das sieht aus wie Melonenwasser oder so in der Schale. Dann haben wir hier noch so Ablagen, Eier, Letter, irgendwas in Dosen, ich glaube auch Butter. Da stehen so Tassen, so Käse und Schmelzkäse. Unten sehe ich eine Gurke und nochmal Letter. ja. Die Ordnung, äh, ne? Die Ordnung lässt zu wünschen. <laughs> fixiert? Nee, nicht, fixiert ist auch nicht das Richtige. Tunnelblick. Nee, nee. Das ist auch nicht, was ich, was ich wollte. Egal. Egal, egal. Äh, fangen wir direkt an. Ordnung. Maximalpunkte sind immer fünf, ne? Fünf Maximalpunkte. Ein Punkt ist der Gnadenpunkt. Ich muss jetzt kurz überlegen, was ich so anderen neuen gegeben aber also auf keinen Fall fünf. <laughs> auch keine vier. Mm. Hier oben ist so eine Eiablage im Kühlschrank, in der Kühlschranktür und eine Eiablage und da sind noch Eier so in der, Dings so. Ich glaube, das haben viele so, hm, aber die sind getrennt voneinander. Dann ist hier unten ein Letterpaket drin, da wo die, wo das Gemüsefach ist und oben, wahrscheinlich das angefangene, aber es sieht so, sieht so chaotisch aus, wisst ihr? Dann... Ja, und dann so, wenn man aufmacht, ich weiß nicht. Ich weiß, ich würde ich würd einfach eine 3 geben. Eine 3 für Ordnung. <laughs> Der perfekte 0815 Kühlschrank. Ja, es ist ein ganz normaler Kühlschrank voll. Flexibilität und Auswahl. Ich sehe nicht so viel Gemüse, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, da sind so eingelegte Sachen zumindest. Hier sind Eier drin. Ich glaube, da sind auch so. So Döschen mit Salaten und so. Ich glaub, da kann man schon, also man kann schon ein bisschen was essen. Ah, okay, Annemie, du hättest ja auch getrennt. Mhm. Unten ist Gemüse. Da ist eine Gurke. Ja, Lord, wenn dir das schon reicht. Aber hier sind so viele Dosen, wo ich nicht weiß, was drin ist. Wieder mal, ne? Warte, also ich wurde letztens schon angemacht. Weil ich irgendwie drei vergeben habe. Die Frage ist für mich: Was ist überhaupt eine 4 für mich? Was ist eine 4 für mich und was ist eine 5 für mich? 3 ist so, 3 ist so Basic Mittel. Einfach Mittel. Ich glaube, ich gebe auch eine 3. Ich glaube, ich glaub, es müsste genauer aufgelistet sein, auch was, was so drin ist. So, und jetzt kommen wir zu Bonus- und Minuspunkten. Hm. Bonus und Minuspunkte. Ich sehe nichts, nichts krass Auffälliges, ehrlich gesagt. Es gibt keine Bonus- und keine Minuspunkte. Es gibt keine Chatpunkte. Nee, nee, das wäre ja jetzt komplett neu. Nee, nee, nee. Keine Bonuspunkte. Dann sind wir bei gesamt sechs Punkten für Knallfrosch. So. Okay, das war knallfrosch. Dankeschön für dein Kühlbild. Als nächstes kommen wir dann zu Mailito. Ich weiß nicht, was mit dem Foto passiert ist. Das ist das erste. Okay, es gibt zwei und das zweite ist ungewertet. Ah, ach so, da ist der Kühlschrank, äh, der das Kühlfach durchgestrichen. Okay, Sekunde, ich zeig's euch. Das ist Mylitos Bild. Der Würfel ist doch unerreichbar. <laughs> ja. Okay. Mylitos Bild. Wir müssen mal. Also, ich muss ein bisschen näher ran. Oben das Eisfach ignorieren wir. Das wurde durchgestrichen und Eisfächer bewerten wir heute auch nicht. Wir konzentrieren uns eigentlich. Wartet, ich kann es ja für euch auch anpassen. Eigentlich nur auf diesen Teil hier. So, bitteschön. Ähm. Okay, wir haben Joghurts, <laughs> Joghurts, dann ich weiß nicht, ob da Käse noch drin ist, so eingerollt. Links, das kann ich auch nicht erkennen, aber es sieht nach irgendwie, ja, es könnte vielleicht Fisch sein oder ein Fertiggericht. Um, dann ist da Fleisch, dann ganz unten, da ist ein Karton, aber ich weiß nicht, was das ist. Das ist irgendein Getränk oder ein Getränkekarton. Eine Menge Pudding. Salatkorb. Ich glaube, da sehe ich einen Salatkorb finden. Uh, Sojasauce, Wasser. Hier an der Seite sind noch ein paar Joghurt. <laughs> okay. Um, also, ich glaube, hier würde ich auch. Es ist, zu, es ist zu wenig drin, dass man. Ja, in Ordnung, auf keinen Fall eine 4. Guck mal, es sind Joghurts hier an der Seite und Joghurts ähm, und Joghurts in in der oberen Dings es gehört schon das gehört so zueinander es ist nicht beieinander direkt schon mal Punktabzug ja und ansonsten ja ne, ja es ist zu wenig drin dass ich das bewerten könnte hm? unten ist Bier okay okay um, Flexibilität und Auswahl weiß ich nicht. <laughs> Warte. Es, sind, es ist ja joghurtlastig, ne? Boah, ich glaube, da gebe ich jetzt eine 2. So, bevor ich wieder angemurmelt werde, dass man, dass man da ja nichts draus machen kann, eine 2. Bonuspunkte oder Minuspunkte. Ich sehe nichts Auffälliges. Keine Bonuspunkte, keine Minuspunkte. Das ergibt insgesamt fünf Punkte. Wie <laughs> ist auch eine Mahlzeit? Hallo! <laughs> mein danke schön für deine Einreichung. Danke, danke, danke. Achso, und dann haben wir noch ein, ein Nach. Oh, dann haben wir noch ein aufgeräumtes Kühlschrankbild, aber ungewertet einmal. Gucken Sie, gucken Sie. So sieht meilitus Kühlschrank aufgeräumt aus. Genau oben ist sowieso wieder egal. Ähm, Joghurt, ja, ja. Ein bisschen, ein bisschen schief da hinten, ne? Ja. Oh, Achso, Ach das Kühlfach seht ihr gar nicht, aber es sieht auch ganz okay aus. Ähm, ja, ja. Ja. Ja, ja. Jetzt sind die Joghurt's beieinander. Mhm. Die Wasserflaschen stehen beieinander. Die Melone gehört nicht in den Kühlschrank? Ich packe Melonen auch immer in den Kühlschrank. Hm? Hm? Ja, das würde einen Punkt mehr geben. Ja. Ja, 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 ja. Ja, ja. Das war mein Lidos-Kühlschrank. Jetzt kommen wir zu Miss Coffee-Fee. Ist Miss Coffee-Fee hier? Weil Miss coffee Fee gerade noch dabei sein wollte. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich ein bisschen schieben soll. Und dann einfach weiter zum nächsten gehe. Kalte Melone ist awesome. Ich mm -hmm. pack sie auch immer dahin. Ja. <laughs> Ketchup gehört in den Kühlschrank. Ja, es behaupten ja alle, aber ich weiß nicht. Hm, okay, ich mache dann einfach mal weiter. Höh? <laughs> okay, au. Oh. Oh, ich, habe ich hier verschiedene Bilder? Sekunde. Äh, ach nee, ich habe. Jetzt kommt Mars und ich habe nur ein einziges Bild und das sieht folgendermaßen aus. Das ist das Bild, was ich von Mars bekommen habe. <laughs> Wie mache ich so? <laughs> ähm. Ist das. Ist, soll, ich jetzt, soll ich die eine Schiene bewerten? Das ist kein Kühlschrank! <laughs> Ach, er hat nur ein Fach! Ach, das ist das WG, der WG-Kühlschrank. Oh nein! <laughs> Okay, alles klar. Mm. <laughs> Ey, da ist aber jetzt nicht wesentlich weniger drin als auf manchen vollwertigen Kühlschrankbildern, die wir gesehen haben, ja? <laughs> ähm, ich glaube, da ist oben Käse. Hier ist so rote Beete aufstrich, Vollmilch. Das könnte. Ist das hier Eifer ganz richtig? Ich weiß es nicht. Eier. Aufstrich, vielleicht Margarine oder Butter da drunter und da hinten noch irgendwelche Soßen. Ja, ne? Alles, was man braucht. Alles, was man braucht. <laughs> ähm, ich sag mal, Ordnung, eine 2. Flexibilität und Auswahl. <laughs> oh, oh. Ich glaube, es gibt... Ich weiß nicht, hatten wir schon schlimmere? Ja, hatten wir, ne? Es ist jetzt, warte, ich darf mich jetzt nicht täuschen lassen, weil alles, ähm, ach, Apfelmus ist das, weil alles so gequetscht ist. Aber es ist ja nicht viel. Das ist ja jetzt nicht viel. Ich muss das mit den anderen vergleichen. Auswahl, dreieinhalb, drei? Ist das für die Auswahl? Ich eine 2. <laughs> Rotes und grünes Festo. Okay, okay. 2 für Auswahl. Ähm, ich gebe einen Bonuspunkt. Willkür! Für, das rote, für den rote Beta-Aufstrich. Und das sind dann insgesamt 5 Punkte. <laughs> Mars, danke schön für deine Einreichung. Danke, danke. So, dann ziehen wir weiter. Das nächste Kühlbild ist von Jack. Jack hat auch mehrere geschickt. Einmal von seiner Kühlschranktür und einmal von seinem Kühlschrank Innenleben. So, das ist einmal Jack. Kühlschranktür von Jack. Gut, wir haben hier oben so... Ähm Zitronenkonzentrat schön nebeneinander Getränke schön nebeneinander. Ich hätte jetzt hier bei den Getränken hätte ich das leereste nach vorne gestellt. Einfach nur, wisst ihr, wenn ich es jetzt so aufmache, denke ich so, boah, irgendwie hätte ich es andersrum sortiert. Aber es ist okay, ist okay. Dann sind hier oben wie immer Tomatenmark und Mayo drin. Das sieht bei jedem gleich aus. <laughs> und dann Kommen wir zum Küli-Innenteil. Das ist folgender. Das sieht schon aufgeräumt aus, ne? Aber wurde es aufgeräumt? Der hat sortiert, ne? Ich weiß nicht. Hat der? Manche, manche müssen ja nicht sortieren. Ja, es gibt auch Leute, die haben es einfach ordentlich. So. Oben, guck mal, oben Getränke. Hier unten ist eine Flasche, die hat wahrscheinlich oben nicht reingepasst. Um, dann sind hier ein paar Töpfe drin. Das sieht schon sehr ordentlich aus. Das sieht schon sehr ordentlich aus. Er hat nicht aufgeräumt. Boah Leute, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das sieht schon... Ich weiß nicht, was da unten drin ist, ob da Gemüse drin ist. Ich, ich glaube, das ist es, Leute. Leute, das ist es. Das ist es. Das ist es. Das ist der erste Kühlschrank in der Kühli-Bewertung, der einfach eine 5. Also 5 Punkte bekommt für Ordnung. Wow! 5 <laughs> Punkte. Okay, Flexibilität und Auswahl. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. <laughs> um, das sind zwei Töpfe. Und bei den anderen habe ich auch gesagt, wenn da so Töpfe drin sind, dann sieht es auf jeden Fall. Ich auf diese Ordnung voll. Dann sieht es immer so aus, als ob die Person vorbereitet ist. So auch für ein, zwei Tage. Das heißt ja, das ist schon mal ein bisschen Abwechslung ausge auch gegeben. Ich, ich würde vermuten, da unten ist auch Gemüse drin. Hoffentlich. Und ansonsten sind da ähnliche Sachen wie bei anderen auch drin, ne? Aber die Töpfe. Ja, hm. also ich kann, ich kann dafür keine kompletten Punkte geben, aber. Das sieht aus wie eine 4. Ich gebe eine 4. Ich werde so fertig gemacht. Es kommt so. Andere Kühlschränke hatten noch viel mehr drin. Okay. Okay. Jetzt haben wir noch Bonuspunkte. Ähm, ich sehe nichts. Verrücktes, auffälliges, ähm, für mich Negatives oder Positives. Deswegen bleibt das dabei. Es gibt keine Bonuspunkte. Und insgesamt sind es dann neun. Neun! Einfach eine neun! Ding, 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 ding. Warum soll ich stoppen? Warum? Ich bin mir nicht sicher, ob neun das Maximum ist. Es ist auf jeden Fall. Nee, nicht jemand anderes. Kiki hatte auch neun. Kiki hatte auch neun. Derpen hat 10. Derpen hat voll viele Bo Pluspunkte, glaube ich, bekommen. 10 war das Maximum, ne? Okay, dann danken wir Jack für dieses wundervolle Kühlschrankbild und fürs Bereitstellen und Bewerten. So, dann kommen wir als nächstes zu MTD. Und MTDs Kühlschrank sieht folgendermaßen aus. Hat Joghurt, eingelegte Gurken, Marmelade, Eier. Ähm, sind das so eingelegte Fische? Dosen, Dosen. Äh, diese kleinen Fleischdinger, die man braten kann. Rama, Schokolade. Schokolade. Hm. Okay, und dann hier an der Seite Milch, Cola. Und noch mal ein paar Dosensachen. Okay, alles klar da unten. Boah, ich weiß nicht, was da drin ist. Ist da Gemüse drin? Ich sehe wenig Gemüse. Ich sehe wenig Gemüse. Paprika sind das Paprika. Seht ihr da Paprika und hier unten links sind es Paprika. Ja, habe ich gesehen. Holige Pluspunkte. Guckt genau hin. Doch, das sind Paprika rot und orange, oder? Und vielleicht was anderes. Ich glaube, da ist Gemüse drin. Ich glaube, da ist Gemüse drin. Es verarbeitet in den Dosen. Okay. Okay. Ordnung. Mhm. Gib ich eine 3 ne 3, ja. Obwohl, äh, Ja, nee, warte. Mh, äh, obwohl hier sind die Sachen so. Äh, oben, ne? Oben finde ich nicht so so super. Ordentlich, weil die, also die, die Joghurt sind nicht so ganz aufgereiht und, ne? Ne, wisst ihr, wisst ihr? Und unten, oh, unten ist ein Joghurt. Der hätte auch nach oben gekonnt. <laughs> Warum bin ich eigentlich so streng? Ich weiß nicht. <laughs> Das ist eine, eine 4. Eine vier Ich gebe eine 4. Ist okay. 4. Das sieht schon gar nicht so unordentlich aus. Ähm, okay. Flexibilität und Auswahl. Dosen. Da sind Dosen. Das heißt auch bestimmt vorbereitet für die nächsten Tage. Gemüse. Sehe ich unten. Da ist auch Fleisch. Hm. Ich bin. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Die sind auch so. Ist das eine 4? Ist das eine 3? Ich gebe jetzt eine 4. Bonus der Nussbeißer. Ein Bonuspunkt für die Nussbeißer-Schokolade. Woo! Das sind insgesamt neun Punkte für MTD. Ich muss mir das nochmal rauskopieren. Okay. Dankeschön, MTD, für dein Kühlschrankbild und dass wir es uns angucken durften. Danke, danke, danke. Jo. Oh mein Gott. Willkür, letzte Woche hättest du wegen dem unstehenden Pudding zwei Punkte abgezogen. Willkür! Okay, und also das nächste ist von No Gaming Talent. Tut, 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 tut. Und der Kühlschrank sieht folgendermaßen aus. So. Ujujujujujujuju. Was ist in dieser Schublade passiert? Es <laughs> Sind besonders viele Birnen. Birnen ausschließlich Birnen. Die Birnenhölle! Wir haben sie gefunden! In No Gaming Talents Kühlschrank. <laughs> da wächst ein Baum im Kühlschrank. So, okay. Ähm, Monte, Honig vielleicht? Nur irgendwas Eingelegtes? Irgendwas in der Dose. Butter vielleicht. Margarine oder so. Joghurt. Aber hier, guck mal. Erste Etage, zweite Etage. Oben Monte. Unten Monte. Was ist da los? Hier sind, glaube ich, auch so Sachen, Hackfleisch. Hier, sind, hier ist aber sehr viel Obst. Hier sind auch so vorbereitete Dosen. So Kinderriegel, Schokolade. Äh, ja, irgendwas anderes. Ja, puh. Hier an der Seite so Getränke und so sie. Ist es so ein Sirup hier? Ja. Milch ist hier, glaube ich, auch. Irgendwelche Soßen. Mhm, mhm. Ja, ja. Die Birnenfüllung gefällt dir. Mhm, mhm. Okay, Ordnung. Ah. Der eine Monte-Joghurt hier, der triggert mich im Flach 2. Sehr, ist schon ordentlich, ne? Aber irgendwie auch so chao, ein bisschen chaotisch. <laughs> ich weiß auch nicht. Ähm, ich glaube, ich gebe. Ja, ich, ich gebe eine vier Eine vier. Flexibilität und Auswahl. Das, <laughs> Wir dürfen uns jetzt nicht von den Bieren abschrecken lassen, ja? Das sind richtig viele Birnen. Aber machen die, machen die flexibel? Denken wir uns die Birnen einmal weg. <laughs> Dann ist da schon viel weniger drin in diesem Kühlschrank. <laughs> Aber es sind auch Äpfel. Und hinter den Äpfeln könnte auch was Gemüsiges sein in so einer Tüte. Hier ist auch Schokolade oder drüber sind Trauben. Das ist eigentlich voll nice. Das ist schon ziemlich gut. Hier ist auch was in Dosen vorbereitet. Da oben ist Fleisch. Ja, eigentlich, eigentlich ist hier ziemlich viel Auswahl, oder? Ich wüsste jetzt gar nicht. Jetzt gar nicht was. Doch. So ist es. So ist es, Leute. Fünf Punkte für die Auswahl. Die Birnen sind schuld. Ich glaube, die Birnen sind schuld. <laughs> Äh, gibt es Bonuspunkte für No Gaming Talent oder Minuspunkte? Ich glaube, ich glaub, es gibt einen Willkür-Minuspunkt <laughs> für die Birnenmenge. Willkür, zu viele Birnen! <laughs> äh, 9, 8. Bei 8 Punkten sind wir dann insgesamt bei No Gaming Talent. Ja, so ist es. So ist es brauchst dich jetzt hier gar nicht beschweren. <laughs> Dankeschön für dein eingesendetes Bild und dass ich mir das angucken durfte. <laughs> Man kann nie genug Bier haben. So als nächstes Shimi. Shimi. So das ist Shimmys Kühlschrankbild. So. Plus ein Punkt für die Birne. <laughs> okay, Schimmy, da sind wir, da sind wir oben. Was ist da oben? Sind das Eier in der Schale? Das sieht so nach Eiern aus. Dann ist da hier links ist doch so ein hier so ein französischer Weichkäse oder so. Ist doch diese Verpackung, oder? Dann sind hier so in Gang, in Gang 2, will ich sagen. Ähm, so Teigsacht? So, was sind das? Nu, oh mein Gott, das sind doch keine. Nee, nee, Muscheln sehen so nicht aus, ne? Irgendwas Teigiges. Gang <laughs> 2. Dann so eingelegte, auch so Gurken, irgendeine Soße. Ich danke dir sehr. Danke, danke, danke für zwei Monate. Der zweite wichtigste. Dankeschön. Danke, danke so Nudeln. Ja, irgendwie irgendwas Nudeliges, ne? Wahrscheinlich so gefüllte Nudeln oder so. Tortellini. Ja, irgendwie sowas. Ja, Tortellini, Tortellonis. Das da, genau. Dann ist hier unten so veganes Schnitzel oder irgendeine Schnitzel. Irgendwas Schnitzeliges auf jeden Fall. Dann ist da hinten noch was. Hier vorne ist eine Gurke und Möhren, glaube ich, drin. Ne? Gurke und Möhren. Dann gibt's hier... Uh, an der Seite noch eine Getränkedose. Ist es Bier? Ist es Energy? Ich habe keine Ahnung. Um, Soße, Soße. Nee, auch ein Bier, glaube ich. Ketchup, Mayo. Uh, da oben sind auch noch Soßen. Okay, fangen wir an. Ordnung. Ordnung gibt's. Eine 3. Eine 3. Ja. Ja. Eine 3. Ja. Ja. Ich weiß auch nicht. Eine 3. Flexibilität und Auswahl. <laughs> ja, es, also das sind Nudeltortellinis. Da ist eine Gurke und ein Mörchen. Und Schnitzel. Es ist keine Vollkatastrophe. Ich gebe eine 3. Eine 3 für die Auswahl. Es ist immer noch alles, hallo, es ist im, es ist im grünen Bereich und ganz, ganz normal hier, ja? Alles völlig normal. <laughs> Ähm, um, dann, ähm, um, äh. Uh, ich hab's bei den, ich hab bei den anderen beiden jetzt nicht hingeguckt, bei denen davor, aber hier ist Mayo und Ketchup im Kühlschrank und dafür gibt's einen Bonuspunkt. Wenn ich es bei den anderen vergessen habe. Willkür! Das sind dann insgesamt sieben Punkte für Chemie! Hier sind mir auch viel zu wenig Bieren drin. Sollen wir dafür einen Minuspunkt geben? Willkür. Völlig normale Willkür. Absolut. Jimmy, ich danke dir, dass wir uns deinen Kühlschrankinhalt angucken durften. Shibuya hat uns auch zwei Bilder geschickt. Einmal von der Außenseite und einmal von der Innenseite. So, das ist die Außenseite. Ähm, genau. Shibuya. Sekunde, Sekunde. Lass mich das kurz notieren. Shibuya. Shibuya, Shibuya, Shibuya. Könnt ihr mir Bescheid sagen, falls Miss Coffee Fair im Chat auftaucht? Dann würde ich sofort zu ihrem Bild springen. Wir haben hier Zitronenkonzentrat, glaube ich, ist das. Irgendwas. Dann da oben so eine Schokoladentafel vielleicht. Dankeschön für den Follow. Danke, danke. So, Milch oder so, und hier so, so ein Ersatz-Food-Dingsi-Bumsi, irgendwie was Alkoholisches und ein Sirup. Das ist die Außentür. Und jetzt kommt das Innenleben von Shibuya-Schrank, und das ist folgendes: Es <laughs> werden Kühlschränke bewertet. Yes. Um, eingelegte Gurken. Da oben ist irgendwie, das sieht aus wie Hustensaft, das ist Monster. Und Energy ist schön aufgereiht. Und daneben ist so ein, um, hier so ein, so ein kleiner Shot, Ingwer-Shot oder sowas ist das, glaube ich. ne? Dann ist da, glaube ich, ein Joghurt. Hier ist dieser Mozzarella-Käse so richtig schön platziert. Um, hier ist Hackfleisch drin und irgendwas anderes. Und dann sind da noch Sachen. Da unten dahin ist Simply-Käse. Hier ist unten im über den Gemüse ist was? Like irgendwas. Irgendein Fleischproduktersatz, glaube ich. Salami darüber. Hier ist, oh, hier ist, ähm, oh, da ist Sushi drin. Das ist äh, Sushi aus dem Discounter. Ist nicht das Beste wahrscheinlich, aber immerhin, immerhin. Schnitzel. Oh, Schnitzel ist auch drin. Okay, okay. Ähm. Um, da ist noch eine Schale. Hier unten sind Getränke und Gemüse. Ich sehe Salat. Ich sehe Apfel. Und da, da tummelt sich auch noch irgendwas anderes rum, was ich aber gerade nicht erkennen kann. Okidoki. Dann gucken wir mal. Ordnung. Hm. Hm. Also oben ist wenig drin. Zweite Etage sieht eigentlich ganz gut aus. Das in der Mitte ist so. Da drunter ist auch so. Ja! Ich glaube, ich würde. Ja, ja, eine solide 3. Obwohl, hier oben 2 sieht eigentlich ganz nice aus. Karton in der Türe. Karton in der Türe hatte ich gar nicht gesehen. Ähm, Flexibilität und Auswahl. Boah, das sieht jetzt schon wieder anders aus. Da ist schon viel, oder? Da ist unten Gemüse und Obst da sind so Schnitzelsachen und Hackfleischsachen, da ist Sushi. Da ist ein Joghurt und auch Energy Drinks und auch so Ingwer Shot. Da oben sind noch eingelegte Gurken, Getränke. Ich würde da glaube ich schon auf jeden Fall eine 4 geben. Ich gebe einfach eine 5. Ich gebe einfach eine 5. Ist doch alles dabei, oder? Ist doch alles dabei. Jetzt kommen wir zu Bonuspunkten. Auf jeden Fall Bonuspunkt für Sushi. Und ein Bonuspunkt für diesen ingwer shot oder was auch immer das ist. Yeah. Yeah. <laughs> ja. Ja. Finde ich super. Dann sind wir bei insgesamt 10 Gummipunkten für Shibuyas Kühlschrank. Dankeschön an Shibuya für den Beitrag dieses Fotos. Willkür, Bier, ein Kurkuma. Ja, da da war jetzt keine Tonne Kurkuma drin. Okay, oh, okidoki. Als nächstes haben wir den Kühlschrank von Simonius. Auch zwei Bilder. Einmal die Außenseite und dann die Innenseite sieht folgendermaßen aus. Jo, das ist die Außenseite. Simonius. Jo, außen. Eine Getränkeflasche. Äh, Salatdressing. Irgendwas Eingelegtes. Tomatenmark. Irgendwas. 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 Energy Tee. Dann so eingelegte Würstchen, Soßen. Das ist die Außenseite. Dann haben wir einmal innen. Folgendes. Innen. Ich sehe eine einsame Paprika, oder? Da ganz hinten in der Ecke. Und hier oben sehe ich eine angeschnittene Paprika. Da oben. Ist das ein angefangenes Milchpaket oder ein gequetschtes Milchpaket? Bin mir nicht sicher. Energy Dosen. Hm, hier unten ist sehr reingeworfen, oder? Sieht hier sehr reingeworfen aus. Weiß nicht, was genau das für Packungen sind. Okay, Ordnung. Gebe ich eine 2. Flexibilität und Auswahl. Gebe ich auch eine 2. Äh, Bonuspunkt für die Paprika. Pluspunkt für Curry King. Ach, da ist Curry King? Okay. <laughs> Ja, ja. Das sind insgesamt fünf Punkte für Simonius. Dankeschön fürs Teilen deines Kühlschrankes. Das war unten rechts. Ist mega. Sieht aus, als würden die Sachen da rumfliegen. So, dann haben wir Scotty. Jo, ein Kühlschrankbild von Scotty. du. du, 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 du. So Notizen Notizen Du werbe die eine einsame Kaffeesahne da Oh habe ich jetzt gar nicht gesehen die eine einsame Kaffeesahne Oh mein Gott Ach so Wartet kurz Wartet 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 Ihr kriegt noch mal ein Bild von der einsamen Kaffeesahne Das ist die einsame Kaffeesahne oh, Falls es ein Kaffee es könnte auch von so Pizzabrötchen, das kleine, so ein kleines Ding sein mit so Butter oder so. Okay, es ist sehr gut. Gefällt mir. Okay, dann haben wir aber als nächstes Scottys Kühlschrank jetzt. <laughs> Wie lustig. Ein bisschen. So, das ist Scottys Kühlschrank. So, was haben wir denn da Schönes? Hier sind Soßen gequetscht an der Seite, Cola. Dann haben wir hier auch Soße wahrscheinlich irgendwelche Salatsoße. <laughs> wow, weil okay, ich, ähm, ich muss erst ich muss mich ordnen. Das ist so, das ist so viel Soße, oder? <laughs> das sind sehr viele Soßen. Okay, ähm, also da ist auch Ketchup, glaube ich, im Kühlschrank und dann irgendwie Dips oder so. Aufstriche, Joghurt. Äh, Soße, Soße, Soße. Soße, Soße, Soße. Ich glaube, hier in der Mitte so vorne, es könnte so ein, so ein cappuccino kaffee ding teil sein. Da so auf der Höhe. Ähm, hier so Margarine Butter. Energy Drinks. Oh mein Gott. Das sieht aus wie so, wie so ein Kühlschrank von einem Pubertierend. So, ich habe nichts zu Hause außer Soße und Energy Drinks. Okay, ähm, ich meine, hier vorne sind auch wieder so Fleisch, kleine Dingsi zum Anbraten, bin ich nicht sicher. Ein Baguette. Seht ihr da? da könnt, Ich glaube, das ist auch Gemüse und vielleicht auch Auberginen, oder? Ich glaube, ich sehe da Auberginen. Das könnte der von Ben sein. Ich hoffe, Ben hat noch mehr Energy-Drinks, ey. Was gibst du der Soße? Noch mehr Soße! Okay, Scotty. Mm, Ordnung. Boah, ich weiß nicht. Ja, geht so, oder? Wanne. Also es ist so viel, aber eigentlich ist es okay. Also ich würde, glaube ich, eine 3 geben für die Ordnung. Flexi Flexibilität und Auswahl. Okay, wenn, ich denke auch, das sind Auberginen. Warte, wir müssen äh, ähm, Etage 2 komplett rausnehmen. Das sind nur Soßen. Oben ist quasi auch nur Soße. Dann haben wir da drunter Energy Drinks und... Butter. <laughs> und dann haben wir ein Baguette, Auberginen und vielleicht Zucchini. Da ist noch irgendwas Grünes. Wenn nur Soßen hat, fällt das sortieren einfacher. Wie viele Soßen hast du? Ja. Fertige Kaffeegetränke? Ja, zählt auch nicht. Zählt ja nicht als, ähm, als Nahrungsmittel. Boah, ich bin, <laughs> ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich weiß nicht, was ganz, ganz unten ist. Also ich bin so zwischen 1 und 2. Und eine kühle Cola, oh ja. Ich glaube, ich Die Soßen lenken mich ab, ne? Und ich weiß nicht, was ganz unangenehm Fach ist. Ich. Ja, ach, da sind auch Würstchen. Okay. Ich gebe mal eine 2 für die. <laughs> Bonuspunkt für die für die Soßen. Ja, also wenn es jetzt nicht nur aus Soßen bestehen würde, wäre das durchaus schon ein Bonuspunkt, oder? Ich liebe Soßen. Ich liebe Soßen. Wenn es jetzt nicht nur, nur Soße ist. <laughs> äh, dann sind wir aber insgesamt sechs Punkten für Scotty. Dankeschön fürs Bereitstellen deines Kühlschrankinhaltes. Oh Mann. Oh Mann. Wisst ihr, wer als nächstes kommt? Oh Mann. Oh Mann. Er hat sich wochenlang drauf gefreut. Er rechnet heute mit einem Bann. Und hier seht ihr. Oh mein Gott. Ist, ich glaube, das ist der zweite traurige Kühlschrank. Ähm, seht ihr das traurige Kühlschrankbild von Tensa? Uh! <laughs> das, ähm, der ist nicht mal ordentlich. Oh. <laughs> da sind drei Sachen drin. Und nicht mal die sind ordentlich drin. <laughs> Aber er hat Saft. Er hat Saft. <laughs> ah, okay, Tänzer. Ordnung. Hey, weiß, weiß. Nee, ist ja eine Frechheit. Eins. Eins, Flexibilität und Auswahl. Eins. <laughs> Kann ich da noch Bonuspunkte geben? Nein! Gesamt zwei Punkte für Tensa. <laughs> Ordnung ist eine zwei oder eine drei? Nee, absolut nicht. Die Joghurt sind schief. Die Schokolade hängt halb raus. Diese Tüte ist so komplett an den Rand gequetscht. Nee, absolut nicht. Absolut nicht. <laughs> uh, deshalb hat mehr bekommen für das gleiche. Willkür. Willkür! <laughs> Ihrer Kühlschrank gleich Ordnung. Oh Gott. Bierkarton, um die Füße zu unterfüttern, plus 10. Ähm, danke, Tensa. Für deinen nicht vorhandenen Kühlschrankinhalt! Okay, Toran hat uns drei Bilder gesendet. Aus unterschiedlichen. Oh, oh Leute, da haben wir jetzt was zu gucken. Ui, 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 ui. Ui, ui, Wo ist das Problem mit der Ordnung? <laughs> das ist zu wenig drin. Da das, das ist einfach keine. Da kann ja gar keine Ordnung sein. Okay, und einmal Toran. So, dann haben wir einmal ein Gesamtkühlschrankbild. Folgendes. So. Und da waren auch Fruchtzwerge, dabei. Auch Fruchtzwerge, ja. <laughs> ähm, okay, ich sehe Ketchup, Saft, Milch, irgendein anderer Saft. Unten irgendwas. Hier ist noch was in so Dings. Dann ist da noch ein Saft. Da ist ein Karton im Kühlschrank. Brot, ja. Viele Leute lagern ihr Brot im Kühlschrank. Das hält sich ein bisschen länger. Ich glaube, das ist einfach so Toastbrot. Dann sind da so, ähm, ja, so... Irgendwas eingelegtes, Aufstriche, keine Ahnung. Und oben, das sieht aus wie Gemüse in so einer Box. Ich habe aber keine Ahnung. na Senf. Wundervoll, wundervoll. Toast gehört in die Tiefkultur. Das machen auch einige. Könnt ihr gerne so machen. Oh, jetzt haben wir aber noch einzelne Bilder bekommen. Einmal aus dem Gemüsefach. Das ist das hier. Dankeschön für den Follow. So sieht das Gemüsefach aus. Ja, glaube ich. Ne, doch, das ist Gemüsefach. Veganes ähm, Chicken Barbecue, Kartoffeln. Im Kühlschrank. Kartoffeln. Choi. Ähm, äh, Kohlrabi. Zwiebeln. Ähm, und dann haben wir noch ein anderes Fach. Nämlich dieses hier. Ähm, hier ist so. Äh, Aufstrich. Wengi-Aufstrich-Käse. So ein... Das ist so ein Eisalat oder so. Keine Ahnung. Hier irgendwas von Simply Und hier ist was Vorbereitetes. Eine Mahlzeit. Und ich weiß nicht, was dieser Karton da drüber ist. Wir müssen uns noch einmal das Gesamtkühlschrankbild angucken. Mh, warte, da war jetzt Gemüse. Okay, einmal das Gesamtkühlschrankbild nochmal von Toran. So. Folgendes. Mhm. 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 Okay. Ä ähm. Ordnung würde ich eine solide 3 geben. Flexibilität und Auswahl. Da ist äh, das Gemüse. Da sind ein paar. Ja, da ist Brot. Okay, Brot. Noch andere draußen. Mhm. Hm. Mm. Mm. Ja, es ist. Ich würde glaube ich auch eine ne solide 3 geben. Hm, Bonus und Minuspunkte. <laughs> ähm, wartet, Moment, Moment. Lass mich nochmal kurz die anderen Bilder checken. Da war das. Hm. Ein Minuspunkt für die Kartoffeln und Zwiebeln. Ich glaube, das waren sogar beides im Kühlschrank. Also sind wir insgesamt bei fünf Punkten für Toran. Dankeschön, dass du dein Kühlschrankbild mit uns geteilt hast. <laughs> ja. So, als nächstes haben wir dann Weg. Weg hat ein Bild gesendet, ne? gerade ein Bild gesendet. Folgendes, das ist Wächskühlschrank. Der ist einfach weg. Hier da oben, oben links eine offene Packung Frischkäse oder was auch immer. Mm -mm. Mm -mm. Uh -uh. Hier ist ein riesen, hier unten ist so ein riesen Bottich, irgendeine Schale drin. Schon ziemlich chaotisch, ja. Ganz viele Soßen auch. Soßen. Soßen. Da sind ganz, ganz unten Essen vorbereitet. Hm. Oh. Also ich sehe. Ja. Zwergenquetscher plus eins. Okay, wir machen einmal Wenn. Wenn, Ordnung. Nee, wir sind bei weg. Nicht wenn. Weg. Weg, nicht wenn. <laughs> weg! Ordnung. Zwei. Wenn. Weg! <laughs> Hört auf mich zu verwirren! Äh, weg! Weg! Flexibilität und Auswahl. Mm, da sind so Sachen vorbereitet. Ich habe da unten ist auch bestimmt Gemüse drin. Um, ja, da oben sind Eier und auch Joghurt. Da ist eine Schüssel, da ist eine Schüssel, unten sind zwei Boxen, da ist bestimmt Essen drin. Ich gebe eine solide 3 für die Auswahl, aber ich sehe halt nicht alles. 3, Bonus- und Minuspunkte. Es gibt einen Minuspunkt für die offene Packung oben links. Mehr kann ich nicht zu diesem Kühlschrankbild sagen. Das sind insgesamt 4 Punkte. <laughs> <laughs> das klingt so richtig wie... es so leid. Aber was sind das die wenigsten Punkte? Das ja... Nee, nee, Tensa, Tensa hat noch wenig. Vicky! <laughs> es tut mir so leid. Okay. Okidoki. Aber es war alles eigentlich im Mittelbereich. Und dann kam noch der Minuspunkt dazu. Es war einfach ungünstig. Einfach ungünstig weniger als, nee, Tensor hat zwei Punkte. Tensor hat nur zwei Punkte bekommen. Dadaada. Dieser Kühlschrank-Inhalt hier ist von Vollhonk. Jo. Gucken wir uns das Ganze mal an. Tomatenmark, äh, Sriracha-Soße, Senf, irgendwas, süßer Senf, Zitronenwasser, Cola, irgendwas. Oben eingelegte Gurken, Energy Drink, Kaffee, keine Ahnung, kann ich nicht erkennen. Äh, Soßen, hier vorne kann ich auch nicht erkennen, diese Tüte. Zwei Äpfel auf jeden Fall. Und die Gemüseschublade ist komplett leer. Ah, hier ist Alpromilch, Ketchup. Hm. Hier sind so Flaschen noch drin. Warte, das ist ja... Dann Frikadellen oder sowas rechts, ähm, Butter, Margarine, keine Ahnung. Ähm, hier hinten rechts, boah, das ist doch, die Soße kenne ich auch. Die kenne ich auch. das so Bohnenpaste oder so? Nee, ich habe es vergessen, keine Ahnung. Ähm, okay, es ist auch relativ soßenlastig. Ich sehe nur zwei Äpfel und kein Gemüse. Die generell, hier, ja, hier ist, ich glaube, da ist noch so ein Baguette, die echte Spezi. <laughs> hallo, 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 Ritter Sport, seht ihr auch Ritter Sport? Dankeschön fürs Rüber, Raiden, herzlich willkommen. Wir bewerten gerade Kühlschränke, die mir von einer Community eingereicht werden konnten, und wir sind so in den Endzügen jetzt gerade. Ähm, ich gebe Punkte in Kategorie Ordnung. Flexibilität und Auswahl und es gibt noch Bonuspunkte, wenn mir Sachen besonders gut gefallen oder Minuspunkte, wenn ich Sachen ganz, ganz, ganz scheußlich finde. Das machen wir unter allen ähm, Teilnehmern verlose ich gleich ähm, 20 Euro Steam-Guthaben und einen Mini-Reiskocher. Genau, das machen wir gleich noch und äh, herzlich willkommen, äh, gesellt euch gerne dazu, ähm, bewertet diese Kühlschränke mit, aber seid freundlich. Wir gucken uns halt, wie gesagt, nur diese drei Punkte an. Ein Freund von mir hat so einer Challenge mal jeden Tag seinen ganzen Kühlschrankinhalt raus in den Schnee getragen und ihn dort fotografiert. Der mit den wenigsten Punkten wird gebannt, genau. Und das ist aktuell Tänzer. Scheußlich wie Birnen, genau, wenn man eine Tonne davon im Kühlschrank hat. Meine Auflösung war zu niedrig. Hallo, <laughs> hallo. So, okay. Das hier, genau, ist Vollhonk. Kühlschrank hatten wir gerade. Wir sind schon einmal durchgegangen. Dann sind wir einmal bei den Punkten. Vollhonk bekommt einmal für Ordnung. Maxi Maximalpunkte sind immer fünf. Ich gebe eine zwei für Ordnung, Flexibilität und Auswahl. Eine zwei? Ich weiß nicht so genau. Und Bonuspunkt oder Minuspunkt? Ich glaube, ich hatte gerade was gesehen. Nix, nix, nix. Oh, das ist jetzt auch traurig, weil es ja auch keine Bonuspunkte gibt. Das sind auch insgesamt vier Punkte. Aber unterschiedlich gewichtet, wisst ihr? Wisst ihr? näheres Gemüsefach minus eins ja es ist ja schon bei Flexibilität so ein bisschen mit drin deswegen will ich das nicht noch mal einzeln bewerten ja 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 ich lasse es so ja vier ist nicht gleich vier voll vier ist nicht gleich vier dann kommen wir als nächstes zu Andys kühlschrank und das hier ist Andys Küche. Kühlschrankinhalt. Lasst es auf euch wirken. Willkür. Joghurt an der Seite. Mayo. Hier ist hier oben so Hefe. Vielleicht, ich weiß es nicht. Milch, irgendeine Flasche. <laughs> Wo ist der? Wo ist der? Hier die Schublade. Wo ist die Schublade für Gemüse? Die fehlt einfach, aber wir bewerten diesen Kühlschrank jetzt nicht, sondern nur den Inhalt. Da sind Blaubeeren, immerhin. Frikadellen oder so. Ich bin mir nicht sicher, was hier rechts ist. Und irgendwas Tütiges. Und hier links daneben ein Aufstrich. Margarine, Butter und irgendwas Tütiges. Die hast du rausgenommen. Okay. Oben würde ich schätzen Wurst und Käse und sowas. Ja, Schoki. Wo seht ihr Ach, hier unten, unten rechts ist auch noch Schoki neben dem Blaubeeren. Okay. Falafel. Okay, okay. Maultaschen, Falafel. Mhm, mhm. Ja. Ja, puh. Puh. Was, was machen wir da? Es ist so, ja. So ein bisschen aufgereiht. Aber passt das alles zueinander? Oh. Ähm, ja, ich. Ich gebe eine 3 für die Ordnung. Flexibilität und Aus. Ich weiß nicht, ob ich. Eine 2? Es ist mehr als bei Tensa. Aber weniger als bei. Es ist eine zwei. Das ist eine 2. Das ist eine 2. Super ordentlich. Ja. Es ist solide. Eine 3 ist schon solide. Hallo? <laughs> Ähm, gibt es Bonus oder Minuspunkte? Es gibt keine Bonus und keine Minuspunkte. Dann sind wir bei insgesamt fünf Punkten. Das tut mir jetzt voll leid, weil weil Vex Kühlschrank zum Beispiel viel voller war, aber er hat einen Minuspunkt für, weiß ich nicht mehr bekommen. <laughs> okay, okay. Andy. Ich danke dir für dein Kühlschrankbild und dass wir das hier bewerten durften. So. Oh, Leute! Mann, ich habe die traurigsten Kühlschrankbilder der Welt hier! Was ist es? Was ist es? Oh, das ist Wurzels Kühlschrank. Wurzel? Letter. Es ist Letter drin. Das ist gut. Das ist gut. Das ist mehr als bei Tensa. Das ja, oh, zumindest mehr Letterpakete. Was ist, was ist das hier unten rechts? Das sieht aus wie, ähm, wie so das, was in äh, die Patronen, die in eine Waffe reinkommen, nur in ganz groß. Als wäre das so eine Riesenschusswaffe. <laughs> <laughs> das ist das? Da ist Letter drin, mehr aber auch nicht. Hm. Ach, ach, so Getränke kühlen. Okay, okay. Es ist das rechts und ja, da bin ich eigentlich auch gerade. Okay, ich weiß nicht, was hier links im Kühlschrank ist. Ist das so Tee? Und oben, da wo die Eiersachen reinkommen, da ist auch sowas in die Richtung in Pink. Noch so also ein kleines Döschen. Hier ist. Ähm, Sojasauce und ich weiß nicht, was das Gelbe ist. Das ist Zitronenkonzentrat. Ja, sorry, okay, es ist, nicht, es ist nicht viel. Und hier, hier ist noch so Sahne oder Joghurt rechts. Okay. Ähm, Matcha, das könnte Matcha sein. Mhm, mhm. Ordentlich ist es. Jetzt <laughs> ja, es ist immer so schwer, wenn nichts drin ist, ne? Ich gebe nur Ordnungspunkte zwei. <laughs> also zumindest ist die Letter links und die Joghurt rechts. Die stehen nicht nebeneinander. Das ist ne Warum eine 3? Da ist gar nichts drin! Wofür soll ich denn 3 Punkte geben? <laughs> Flexibilität und Auswahl das ist ja. Das, das ist eine 1. Das ist eine 1. Ich kann, ich kann Letter essen. Nom, nom, nom. essen wir Löffeln wir ein bisschen Letter. Nom, nom. Und ein bisschen Sahne. Nom, nom, nom. <laughs> ähm ich kann auch keinen Bonuspunkt geben. Nee. 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 das sind drei Punkte für Wurzel. Mhm. 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 Und jetzt braucht dein auch gar nicht ankommen mit Ordnung. Deiner sah unordentlicher aus. Ja, ja. Weiß nicht, ob du was geschrieben hast in die Richtung, aber ich sag's nur schon mal. Ja, drei Punkte für Wurzel. Dankeschön, dass wir deinen Kühlschrankinhalt angucken durften. So. Ah, Wurzel umgewertet. Oh, Wurzel war dann einkaufen, Leute. Wurzel war einkaufen. Und so sieht es nach dem Einkaufen aus. Hm. Ja. 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 Ich glaube, da oben sind so Energies. Dann sind wir da, glaube ich, Limetten. Irgendwas. Letter. Dano oder Joghurt. Pori. Oh, Pilze? Niemand von euch hat Pilze im Kühlschrank gehabt. Ich glaube, ich, glaub, ich sehe das erste Mal Pilze. Ich glaube, da sind Bombes. Hier ist noch mal Por in der oben sitzt Frühlingstee im Porree, irgendeine Gemüsemischung da unten. Ja, solide, solide. Mhm, mhm. Viel besser. Und dann haben wir noch Yasiu, uh, Yasiu. Das ist ja ein mega Kühlschrank. Sekunde. Sekunde. Mega Kühlschrank. Aber wir müssen links, glaube ich, streichen, weil das da tiefkühl ist. Also links ist tiefkühl und rechts ist das, was wir benötigen. Das ist alles ein bisschen klein. Deswegen mache ich das jetzt einmal so. So, okay. Ähm. Gut, wir haben oben Soßen, Joghurt, irgendwas, Aufstrich, Soße. Äh, hier an der, an der Seite haben wir so Sirup und wir haben Oliven und Würstchen und Wurst, so Aufstrich, Zitrone. Boah, ich weiß nicht, was diese Packung da rechts ist. Ähm, sieht aus wie so, wie so Gemüse. Ding, sie bumsi sie? Ich habe keine Ahnung. Und dann sind wir. Gucken wir weiter hier unten. Oh, da ist was angerührt in der Schale. Da ist auch was Schaliges. Sind das, sind das hier Pilze? Sag es sind Pilze. Rechts neben den, links neben den Schalen. Tofu, ach, Tofu-Packung. Okay. Champignons. ja oh, yeah. Champignons. Mhm. Mhm. Da unten ist, glaube ich. Ähm, ist das Minze oder Petersilie in diesem Ding? Das ist ganz wichtig. Ich glaube, es ist Minze, oder? <laughs> raus. oder ist es Petersilie? Und da sind noch Karotten, ne? Und ganz unten sind auch Äpfel, eine Gurke und vielleicht Paprika. Petersilie, drunter Koriander. Iii! Das hättest du jetzt nicht sagen sollen. Halleluja. Hättest du es nicht einfach verschweigen können? <laughs> okay. Und darunter ist Gemüse, okay. Und dann ja die zu So um, Ordnung. Max, ich bin auch für maximal drei, aber wie viel tatsächlich? Wie viel ist es wirklich? Schon eine vier. Oh mein Gott! Ich gebe eine drei für die Ordnung schon ein bisschen chaotisch so. Ähm, aber zumindest ist Gemüse unten und andere Sachen. <laughs> Flexibilität und Auswahl. Um, um, ja, also da sind Pilze, da ist Petersilie, da unten ist Gemüse drin, da ist Tofu, Wurst und Aufstriche. Ich würde einfach eine solide 3 geben. Vielleicht auch eine 4. Ich mache mal drei. Warte, jetzt kommen wir aber zu den Bonuspunkten und Minuspunkten. Es gibt einen Bonus für Pilze, es gibt einen Bonus für Oliven und es gibt einen Minuspunkt für Koriander. Also sind wir wieder bei einem Bonuspunkt. Okay, und insgesamt sind wir dann bei sieben Punkten für Yasiyusu, wenn ich nichts übersehen habe. Ich danke für dein... Kühlschrankbild. Paprika, ich weiß, Sie sind da Paprika drin? Ich sehe auch keine Paprika gesehen. So machen wir das einmal wieder groß. Und dann, ich weiß nicht, ob Miss Coffee viel schon wieder da ist, aber Miss Coffee -Fee wäre jetzt die letzte mit dem letzten Kühlschrankbild. Das habe ich mir ja jetzt aufgespart bis zum Schluss.

So, 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 so. mhm, mhm, Gucken Sie. K gucken Sie. Ui 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 ui. Ui, ui, ui. ui, 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 ui. So, also wir haben hier Eier, wir haben Getränke hier in dieser Getränkeschublade. Wir haben. Da ist irgendwas. Wie heißen diese kleinen grünen Dingsies noch nochmal? Ich weiß doch, was das ist. Um, oben ist was? Da ist das? Oh mein Gott! Sind das Milchschnitten? Sind das Milchschnitten oder sind das ähm, Kinderpinguis oben? Gurken? Mini Kiwi? Können Mini Kiwi sein? Stachelbeeren? Pinguin? Okay, nochmal gerettet Pinguin. Ähm, dann ich weiß nicht, ob hier Schokolade links ist. Ich glaube, das ist Schokolade. Mm, irgendwie Aufstriche, Toast. Dann ist da Salat, dann sind da Karotten, Hackfleisch, Proteinjoghurt. Hier unten ist Käse und Wurst und Joghurt. Joghurt. Ähm, das ist sehr ordentlich. Das ist schon sehr ordentlich, ne? Das ist schon, ich gebe eine 5 für Ordnung. Flexibilität und Auswahl. Buttermilch. Ach, Buttermilch ist das. Okay. Buttermilch. Hm. Ich würde eine 3 geben. Für so Flexibilität und Auswahl. Der packt Toast in Kühli. Ja, Leute, die nicht wollen, dass der so schnell schlecht wird. 3. Für Flexibilität und Auswahl. Würde ich jetzt sagen. Bonuspunkte und Minuspunkte. Es gibt einen Bonuspunkt für Kinderpinguin, weil es keine Milchschnitte ist. Willkür! Dann sind wir insgesamt bei neun Punkten für Miss Coffee -Fee. Ja. Ja, das war das Letzte. Das war. Das letzte Bild, wenn ich mich jetzt nicht komplett vertan habe. So, und als nächstes ziehen wir dann unsere Gewinner. Und wir fangen an mit. Mit was fangen wir an? Mit. Mit dem Steam-Guthaben? Ich fange an mit dem Steam-Guthaben. Wir fangen an mit dem Steam-Guthaben und ich ziehe eine Nummer und zähle dann meine Liste ab. Ja, ich denke dran. Ich ziehe die Nummer sechs. Es ist definitiv eine sechs und keine neun. Meine Neunen sehen anders aus. Das ist eine sechs. <laughs> äh, neun ist eins, zwei, drei, vier. 5, 6, 7, 8, 9. Graf! Sind Sie anwesend? Und möchten Sie das Steam-Guthaben annehmen? Ding, 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 ding. Herzlichen Glückwunsch zum Steam-Guthaben. Wooo! Uh! 9? <laughs> Nein! <laughs> Habe ich jetzt echt 9 gezählt? Ah! Ich kann das nicht zurücknehmen. Egal. Ich, ich will jetzt nicht jemandem Hoffnung machen und dann. Und es dann nicht. Nee, nee, ist egal. Wir lassen es bei einer neuen. Ne, 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 Warte, oh nein. Mach ruhig, die Nummer 6 ist gezählt. Okay. Ist du voll leid. Wie konnte ich. Wie, warum habe ich denn jetzt neun äh, abgezählt? Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Wen hast du denn? Achso, äh, nur no Game Challenge und die hast du für dich. Die krasseste. Ich so, ich dachte, du hast gerade. Warte, ich zähle nochmal, bevor ich mich verzähle. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Okay, dann hat Prinzenrollo gewonnen, der heute nicht anwesend ist, würde ich schätzen, oder? Prinzenrollo für Steam haben. Die Nummer 9 will man nicht sein. Oh nein. Uh, Steam gut haben. Prinzenrollo. Yay! Okay, und jetzt kommen wir zum Hauptgewinn. Und hierfür Dankeschön an meinen Partner Reishunger, die den Mini Reiskocher zur Verfügung gestellt haben. Ausrufezeichen Reishunger, wenn ihr euch auch fantastische Reishunger Produkte angucken wollt und ich ziehe den glücklichen Gewinner eines Mini Reiskochers. Jetzt kommt die Nummer 9. Und die nächste Zahl ist die 22. Wer ist die 22? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig. 21, 22, lasst mich nochmal kurz gucken. Und der Gewinner eines Mini-Reiskochers, der definitiv nicht ausgeschlossen werden wollte. Ansonsten kann er sich jetzt melden, ist Chemi! Ja. Dann sind wir durch mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Dankeschön fürs Zusehen. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Dankeschön. Und ciao It's like red.